Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Two Point Hospital, drittes Krankenhaus. Plus 15% Bewegungstempo. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen auf der höchsten Stufe dann habe? Rennt der dann wie so ein Bekloppter die ganze Zeit hier zwischen den unterschiedlichen Sachen hin und her? Oh, ich hatte gedacht, der hier hat eine College-Krankheit bei der Kleidung. Sind wir eigentlich in Paris, dass alle diese komischen Baskenmützen tragen müssen? Und könnte meine Allgemeinmediziner nicht alle ein bisschen schneller arbeiten? Ach, ich brauche noch eine Arztpraxis. Sonst wird das hier nichts. My therapist still says I need to find a hobby, so I decided to try whittling. Ever sit down with a small knife and a piece of wood? It's a very fulfilling experience. But how many stakes does one man need? The search continues. We're close to award season. Ach, die jährlichen Auszeichnungen kommen gleich. Dann machen wir erstmal Pause. Ich brauche mehr Anpassungsgegenstände. Mit so wenigen zu arbeiten ist ja schrecklich. Ah, sehr schön. Da ist einer, der auch in der Psychiatrie arbeiten kann. Mal sehen, ob wir irgendwas gewinnen. Oh. Einmal gewonnen. Trevor Maverick, die sich am meisten gesteigert hat. Arbeiter des Jahres. Personalzufriedenheit. Höchstes Prestige. Aber nicht den Patientenpreis bekommen. Alle Arztpraxen haben im Moment super lange Schlangen. Ich sehe, dass hier die eine oder andere Pflanze schon stirbt. Da holen wir uns frische Hausmeister. Kann der Pantomime mal aufhören, mit mir zu spielen? Du machst die nächste Arztpraxis auf und die ist direkt überfüllt. Naja, der Umtöpfer kann leistungsfähiger werden. Staff are reminded to get back to work. Ach, das anatomische Modell erhöht das Weiterbildungstempo. Da hätte ich da 20 Stück in jeden Raum setzen sollen.
Our marketing director, Stacy, went to a holistic nature commune to have her appendix removed. So, Prestige Level 5 fertig. She'll need to visit a real hospital, but at least her hair's been nicely pruned. Doctor needed in psychiatry. Ja, wir haben zu wenig Psychologen, ich weiß. Und ich weiß, dass der da nicht unterrichten kann, deshalb bilden wir einfach mal neue Psychologen aus. Für Psychiatrie. Moment, wir nehmen einen externen. Intern können wir im Moment keinen entbehren. Wobei diesen Weiterbildungssachen, du kannst ja wirklich den Super-Arzt kreieren. Und ja, die stehen vor den Ärztezimmern Schlange, kann ich aber nichts verändern gerade. Oh, seine Gesundheit ist fast am... zu kalt, Gesundheit kritisch. Stellen wir einen weiteren Krankenpfleger ein. Den VIP beeindrucken. Wir hatten keinen Todesfall in 90 Tagen, aber gleich kommt einer. Walter Lila hat im Beruf viel Erfahrung gesammelt. Er kann zum Nachwuchshausmeister. Oh mein Gott, er kann zum Nachwuchshausmeister befördert werden. Sobald die benötigte Weiterbildung abgeschlossen hat. Eine Neukalkulation wird seine Fähigkeiten verbessern. Nicht jetzt. Wir machen gerade eine Weiterbildung mit anderen Leuten. Warum soll ich den Umtöpfer verbessern? Es kommt ja keiner, der umgetopft werden will. Ach, da fehlt ein Arzt. Ach, hier fehlen ja überall Ärzte gerade, weil wir die ja weiterbilden. Du kannst übrigens auch Tode in deinem Krankenhaus verhindern, indem Herrschaften einfach nach Hause geschickt werden, sobald sie sehr krank sind. Stehen die Schlange wegen Getränke? Macht mich fertig, ey. Schaffen sie nicht mal, sich vernünftig anzustellen am Getränkeautomaten. Bilde 3 Mitarbeiter weiter. Ich habe doch gerade 2 Stück auf einmal weitergebildet. Ach so. Brauch noch einen. So, Apotheke Notfall, den nehmen wir.
heile 10 Patienten, das kriegen wir wohl hin. Drei Patienten, die mit der Zirkustherapie behandelt werden müssen. Dann sollten wir die vielleicht mal aufbauen. Minimum 4x4 Raum. Oh, was ist das denn? Ob dieses Ding super hässlich ist? Ja. Ihr bekommt auch eine violette Bank dahin. Dann zeig mal, was ihr macht. Mit dem Narzissmus. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Und da unten machen wir eine Toilette. Weil manchmal sehe ich hier welche mit Sprechblasen, wo steht, ein Klo wäre geil. The healthiest drink on the market. Wow. Only the finest organic mousses. Make it into our juices. Moose juice. More 2 Point. More often. This is 2 Point Radio. Da, 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 da. Maintenance announcement. Bins will become full. Kein Getränkeautomat. Warum meckert der denn in dem Moment? Ah, jetzt geht's. Auf die Pflanze will ich mich ungern verzichten. Das ist ein Riesengerät und die Leistung ist ein Witz. Nur mal so am Rande. Meine Auffassungsgabe. Maintenance required at Cloud Clinic. Ob meine Ärztezimmer immer noch total überfüllt sind. Dann kürzlich sein Besuch berichtet, er ist um fast 30 Seiten, bla bla, unheimlich Durchschnitt hier. Es gibt nichts, wodurch der Gesamteindruck auf gute oder schlechte Weise der Mittelmäßigkeit entgehen könnte. Es gibt also keinen Grund zur Klage, aber auch keinen Grund zur Freude. So, 10% Gehalt. Bauen wir das nächste Grundstück aus.
Apotheke, schlechtes Bauchgefühl. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. So, hoch damit. Beziehungsweise die Verbesserung installieren. Wie geht's meinem Personal eigentlich? Man kommt ja nie dazu, wirklich zu gucken. Du bist nicht so zufrieden. Maintenance announcement. Du musst dringend aufs Klo, sehr durstig und hungrig. Erhöhen wir dein Gehalt ein bisschen. Vielleicht wirst du zufriedener. Es ist allen übrigens zu kalt. Vielleicht sollte ich die Klimaanlagen nicht mehr bauen. Und übrigens bezahle ich meine Leute alle gut. So. Setzen wir den bei Diagnose mal auf 1, weil sonst stirbt er uns hier weg. Der ist schon seit 293 Tagen hier. Fear not, faithful listeners. Your favorite radio personality, Sir Nigel Bickleworth, is back. As much as I would like to quit this infernal booth forever, I just cannot deprive you of my wit. Nee, den schicke ich nach Hause. Sonst stirbt er mir jetzt im Krankenhaus. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil wird der schon wieder zur Arztpraxis geschickt, wo du einfach nur denkst, wie häufig soll er denn hin und her geschickt werden von den Leuten? So viel habe ich noch nie im Krankenhaus mit einem Allgemeinarzt gesprochen. In der Regel kommen die auch zu einem hin. Also aufs Zimmer und sagen dann, oder vorne in der Notaufnahme, 3 Behandlungsräume oder 4 und das ist es dann. Nutze positiven Effekt aus. Diesen Zertifikaten können Sie trauen. Geld, Geld. Scheiße, ist einer gestorben. Ach, das Poster der Anatomie. Mein Gott, Anatomie verbessert auch die Weiterbildung wieder. Das ist ein anderes. Als das, was wir mal so frei... Achso, das ist das Post der Erleuchtung. Verdiene 100.000 in 90 Tagen. Das wird ja wohl hinhauen. Ach, ist das nicht toll, wie der Allgemeinmediziner sofort wieder total überlastet ist. So, nichts passiert, aber das Ding pisst sich einfach schon an. Und da sehen wir auch das Problem einfach vom Spiel. Also das Problem nicht, aber irgendwie... man macht schon viel dasselbe. Vor allem muss man halt immer wieder von vorne anfangen. Und das ist,
bin ich schon ein bisschen kompliziert. Also nicht kompliziert in dem Sinne, sondern könnte man wahrscheinlich besser lösen können, oder? Ist halt sehr klassisch. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. So, neue Allgemeinmediziner. Sollten wir nicht noch eine bauen? Ich habe inzwischen 4 Arztpraxen. Die sind alle überfüllt. Ab nach Hause, sonst stirbst du. Gibt nicht. Ich weiß, du willst sterben. Ah ne, du willst gar nicht sterben, du wurdest nur nicht geheilt. Sie sollen einfach auf Klo gehen, anstatt sich darüber zu beschweren, dass es keine Toiletten gibt. Instandsetzung, Diagnostik. Behandlung 2. Mehr Behandlungskompetenz. ...50% Lerntempo. Lehr- und Lerntempo. Plus 10% Tempo. Erhöht die Zufriedenheit vom Patienten, mit denen der Mitarbeiter Umgang hatte. Für das ganze Krankenhaus ausgeschaltet. Aber besser in Diagnose zu werden, kann ja nicht verkehrt sein. Ja, bitte die Preise noch mehr, also die Preise senken, damit unser Ruf besser wird. Ist ja auch doof, ne? Du bietest halt eine gute Gesundheitsleistung an und hast davon nichts, weil die Herrschaften, ja, mit der Zeit dann, du kriegst halt mit der Zeit einen schlechteren Preisruf anscheinend dadurch. Ja, jetzt steigt mein Preisruf wieder. Also kannst du nur über eine ganz kurze Zeit das machen. Vor allem jetzt kriegen wir Monobrau-Patienten, die ja alle in die Station rein müssen.
Also haben wir so einen ganz teuren Krankenpfleger. Der hier die Station mal eben betreut. Pharmacy, calling nurse. Ah, sind ja schon die VIP-Patienten. Zieh die mal vor. Ja, ja, jetzt sterben irgendwo ein paar Leute, weil wir in der Weiterbildung so extrem sind. So ist es halt manchmal. Dafür haben wir jetzt den zweiten Stern bekommen. Und haben zwei weitere... Oh, Poster, die Clownerei. Ah ne, wir haben einen Stern erst. Oh. Sechs Mitarbeiter befördern und sechs Mitarbeiter weiterbilden. Sehr schön, dass da gerade schon ein paar rausgehen, die weitergebildet wurden. Diagnostik gelernt. Und weh, wir kriegen jetzt kein bestes Lehrkrankenhaus. Ich wollte schon sagen. Zufriedenheit 0%. War schon mal schlimmer. Unsere Personalstimmung ist am besten. So muss es aussehen. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Heil die meisten Patienten in 20 Tagen. Ich mag Patienten. Ba-ba-ba-ba. Tag 14 hat bei einem Patienten Monobrau diagnostiziert. Maintenance announcement. Plants need water. Der Rivale hat es noch nicht versucht an dieser Herausforderung. Und dann würde ich letztendlich diese Challenge gegen meine ganzen, in Anführungsstrichen, Freunden aus Steam laufen lassen und dementsprechend, wie viele ich heilen würde in der Zeit. Man kann ja eigentlich voll cheaten. Sagen wir mal, ich würde Räume nicht besetzen oder zumachen, wo die Herrschaften drin sind. Beziehungsweise, wo dann geheilt wird. Dann würdest du diese Challenge starten in dem Moment, wo dann diese Räume wieder alle aufmachst. Temperaturkomfort von 75%. So ein Blödsinn. Was soll ich denn machen? 6 von 10 geheilt. Und was ist eigentlich mit unserem Allgemeindiagnostizzimmer los, ey? Das ist ja total überfüllt. Da müssen wir uns dann nächstes Mal auch nochmal drum kümmern. In dem Sinne, Freunde der Spielkultur. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Euer Imperator und Krankenhaus Gott. Ihr macht das hier schon. Alles gut.